Eins. Hallo und herzlich willkommen bei Shake the Kitchen. Ihr müsstet mich ja jetzt eigentlich schon kennen, ich bin der Chris. Und heute machen wir ein wunderbares Hähnchencurry, ne, mit 6-7 Zutaten. Schnell und einfach. Wir achten ja immer darauf, dass es nur so 15 Minuten dauert, damit ihr das ganz schnell und leicht zu Hause nachkochen könnt. Viel Spaß dabei. Ja, und auf geht's. Zeige ich euch mal, wie es so losgeht. Wir haben jetzt eine schöne Hähnchenbrust hier. Wie ihr sehen könnt, ich habe die jetzt ausnahmsweise, ich bin ja zu Hause, habe ich die auf demselben Brett wie das Gemüse, weil man das eigentlich nicht macht, gerade in der Gastronomie. Warum nicht? Man hat Muslime, Vegetarier im Restaurant und deswegen benutzt man immer ein unterschiedliches Brettchen. Ich finde aber, zu Hause kann man das ruhig machen. Ich muss ja auch nicht so viel sauber machen danach und deswegen mache ich das immer, dass ich auch das normale Brettchen benutze. Also jeder, der das nicht zu Hause macht, weiß ich auch nicht. So, ich mache jetzt erstmal eine leichte Parierung hier beim Hähnchen. Das ist das Entfetten und die Sehnen rausschneiden. Ne, an so einer Hähnchenbrust ist nicht viel dran. Das geht immer schnell. Können wir hier den Mülleimer auflassen, dann geht das zack, zack. Das ist das Innenfilet von dem Hähnchen, von der Brust. Dann hat man den Ansatz hier oben vom Brustknochen. Das muss auf jeden Fall raus, das ist ungenießbar. Das kann man einfach in einem halben Rundbogen hier so rausschneiden. Jawohl. Und dann haben wir das schon direkt sauber. Also ich würde die Brust jetzt so schon komplett essen. Hier so diese paar Silberhäutchen, die kann man ruhig dran lassen. Das ist nicht schlimm. Hier das zum Beispiel. Das macht auch im Endeffekt auch nichts mehr aus, wenn man das in der Diät nicht isst. Auch die Sehnen hier in dem falschen Filet, in der Unterhähnchenbrust, die kann man auch rausmachen, muss man aber nicht. Das schmeckt man jetzt nicht unbedingt. Kann man aber machen, hat man nur ein bisschen mehr Abfall. Dann habt ihr das auf jeden Fall schön sauber. So, nicht wundern, warum ich dabei wenig spreche. Manchmal muss man sich ein bisschen konzentrieren, sonst säbelt man sich die Finger ab mit so einem scharfen Messer. Ja. So, währenddessen können wir jetzt schon die Herdplatte anmachen. Ich habe heute zwei Pfannen, weil ich das Fleisch in einer anderen Pfanne anbrate wie das Gemüse, damit ich da eine schöne Färbung dran bekomme. Deswegen machen wir erstmal nur eine Pfanne an, auf vollster Stufe. So, Hähnchen schneide ich grundsätzlich immer ein bisschen dicker, da das einfach saftig sein soll. Viele machen den Fehler und schneiden ganz kleine Stücke, dann ist es natürlich staubtrocken, das schmeckt auch natürlich nicht. Und deswegen halbiere ich die einmal und dann schneide ich die in schönen Rauten nach unten. Einfach schöne, dünne Streifen. Und dann muss man das echt nur kurz anbraten, weil sonst habt ihr das Problem, dass es echt trocken wird. Ne? Mein Hähnchencurry zum Beispiel, man kann es halt mit Kokosmilch machen, alles drum und dran. Das ist immer schön. Das schmeckt auch gut, ne? Hat allerdings aber viel Fett. Ne? Für einen Bodybuilder oder für eine Fitnessbegeisterte, die es immer sehr gesund essen möchten und jetzt nicht gerade in Wettbewerbsform sind, die können gerne immer Kokosmilch nehmen. Das ist kein Problem. Ich zeige euch heute aber mal eine andere Variante, einfach mit Joghurt. Mehr braucht man nicht, Joghurt und Wasser. Und dadurch wird es genauso lecker und cremig. Viele wissen nämlich nicht, dass Joghurt optimal ist zum Kochen. Da trennt sich nichts, wenn das zu heiß erhitzt wird. Und deswegen kann man das hervorragend nehmen. So, die kleinen Innenfilets, die schneide ich auch mit rein. Das ist ja kein Abfall. Wäre der Hund jetzt da, wird der Hund es kriegen. Aber so packen wir das einfach da rein. Jetzt haben wir das Hähnchenfleisch fertig. Die Pfanne muss noch ein bisschen vorheizen. Ja. Und Reis habe ich ja schon gekocht, wie ich euch gesagt habe. Und dann können wir gleich das Gemüse vorbereiten. Ich schneide das Gemüse natürlich jetzt auf dem Brettchen. Auf der Arbeit hätte ich es abgewaschen und da hätte ein anderes Brett natürlich daneben liegen. Hier seht ihr, ich habe nicht so viel Platz, also mache ich das hier auf der Ecke und dann geht das. So, der Clou, ich brauche kein Fett. Das kommt jetzt einfach so in die Pfanne. Ihr hört, es fängt sofort an zu zischen. Und wir machen das komplett ohne Fett, weil das Hähnchen ja auch ein bisschen Fett hat und das tritt gleich aus und dann passt das. So. Für zu Hause, kleiner Tipp, ihr könnt euch das Gemüse auch vorschneiden,
Aber für das Video machen wir es natürlich jetzt halt so, dass ihr es genau seht, wie ihr das haben möchtet. So, dafür nehme ich jetzt aber ein anderes Messer, weil das ist ein sogenannter Ausbeiner. Der ist ein bisschen flexibel, kann man so schön drücken. Den nimmt man aber zum Parieren. Und jetzt nehme ich ein Hümmelchen, das hat man früher so gesagt. Die Hausfrauen, die kennen das noch, das Wort. So, die Paprika halbieren, aufklappen und dann hat man schon direkt das Kerngehäuse freigelegt und kann einfach im Halbmond drumherum schneiden und das Kerngehäuse rausnehmen, die weißen Schnittstellen mit abmachen. Dann hat man so wenig Abfall wie möglich von der Paprika. Wie ihr sehen könnt, ist es komplett sauber. Kerne ausklopfen. Das war's schon. Dasselbe mit der anderen Paprika. Das Fleisch ruhig jetzt erstmal schön heiß von der Seite anbrutzeln lassen, weil wenn ihr sofort anfangt zu wenden, tritt das Wasser aus dem Fleisch aus und es wird auch nicht braun. Deswegen schön heiß anbraten und dann werdet ihr sehen, es wird auch nicht trocken. So, muss den Müll hier erstmal wieder wegmachen. Können wir hier nicht gut schneiden. Ich liebe es ja, wenn man Gerichte macht, die wirklich so schnell und einfach sind, weil man hat echt Zeit, sage ich mal, auch für andere Dinge. Ne? Wenn ihr jetzt überlegt, ihr seid den ganzen Tag arbeiten und kocht euer Essen vor als Sportler, dann will man halt auch mal irgendwas essen, was einem mundet. Und dann kann man sich einfach hier sonntags so ein geiles, schnelles Essen machen, was wirklich nicht lange dauert. Das seht ihr ja jetzt in dem Video hier. Das ist echt nur klein schneiden, schön in Rauten schneiden. Die andere Pfanne läuft schon heiß. Da kommt dann gleich das Gemüse bei, weil das Fleisch braucht am längsten. Gemüse wollen wir ja frisch und knackig haben und nicht verkocht. Und ihr seht, einfach runterschneiden, 4 Streifen aus einer Paprika und dann auch im diagonalen Schnitt einfach runter. So habt ihr das echt in ein paar Minuten gezaubert, das Essen. Ja. Ich darf zum Glück heute auch essen, weil ich nicht in Wettkampfvorbereitung bin. Und der Sefer darf auch später probieren. Und dann kann er sich schon mal freuen, weil das Essen wird richtig lecker. So, jetzt riecht das Fleisch schon ein bisschen. Das heißt, wir können anfangen, es zu wenden. So, wie ihr sehen könnt, leichte Färbung ist schon da. So, ich habe Flaschentomaten besorgt, die sind vom Aroma her sehr gut. Machen wir jetzt natürlich nicht alle rein, weil sonst wird es zu viel. Einfach halbieren und auch einfach schöne Streifen runterschneiden. Das gibt natürlich den gewissen Geschmack. Direkt in die Pfanne. Reichen 2 Tomätchen. Ja, das passt schon. Könnt ihr alles verwenden. Ihr müsst den Strunk nicht abschneiden. Bei einer Flaschentomate ist der sehr weich oben. Das kann alles mit rein. Das ist kein Problem. So. Auch kein Fett. Fett kommt ja später durch das Joghurt. Gemüse, alles rein, Paprika. Jawohl. So, während das Fleisch und das Gemüse jetzt ein bisschen brutzelt, mache ich mir mal kurz klar Schiff. So, gucken wir mal, was das Fleisch sagt. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Hoppala, das passiert. Dann können wir die Pfanne runterdrehen, damit das Fleisch jetzt nur noch ein bisschen gar zieht, weil es darf auf jeden Fall nicht mehr verbrennen. Wenn es jetzt zu heiß ist, dann wird es zu dunkel. So, das Gemüse kriegt auch Farbe. Dann können wir salzen, aber erstmal nur das Fleisch.
weil wir später abschmecken müssen, weil die verschiedenen Gewürze von dem Curry geben so einen Geschmack, dass man gar nicht so viel Salz braucht. Ja, das sieht doch gut aus. Schöne Färbung. So, jetzt kommt wieder mein Zaubertrick. Einfach einen Schluck Wasser. Das ist schon mal die Grundzutat, dass das Gemüse jetzt anköchelt. So, das Hähnchen ist schon perfekt. Können wir ausmachen. Die Resthitze von der Pfanne reicht. Und mit der Resthitze machen wir jetzt frischen Rosmarin. Hervorragend eignen sich ganz junge Blätter. Die sind halt noch nicht so holzig und kernig wie jetzt ein älterer Rosmarin. Ihr seht, die Stängel sind ganz jung und lassen sich noch so knicken. Dann macht man einfach die Blätterchen ab und dann einfach ganz fein runterschneiden. Das gibt so einen gewissen Geschmack an dem Curry. Meiner Meinung nach passt das ganz gut. Und dann wirklich einfach nur in das Hähnchenfleisch rein, weil die Pfanne ja schon aus ist, dann kann die Kräuter nicht verbrennen. Dann rühren wir das einfach unter. Wenn ihr das jetzt riechen könntet, würdet ihr sagen, mega. Weil frische Kräuter, es geht nichts über frische Kräuter am Essen. Und die kosten nicht viel. So, jetzt machen wir den Reis mit in die Pfanne. Jetzt lassen wir das ein bisschen ziehen. Jetzt seht ihr, das Wasser ist schon verkocht. Machen wir noch ein bisschen Wasser rein, weil ich brauche ja ein bisschen Wasser für die Soße. Ohne Soße kein Spaß, hat mein Küchenchef früher immer zu mir gesagt. Deswegen, und da halte ich mich natürlich dran, auch in der Diät. Man kann immer eine schöne Soße ziehen aus Wasser, aus Schältomaten. Das ist alles Diät geeignet und funktioniert super. Wir nehmen heute jetzt einen stichfesten Joghurt mit 3,8% Fett. Das geht in der Offseason. In der Diät würde ich euch aber raten, 0,1% Fett Joghurt zu nehmen. Das ist kein Problem. Jetzt würzen wir. Klassisch, kein Zucker. Dafür machen wir einen guten Schuss Honig. Dann nehmen wir Paprika rosenscharf, um das Pikante mit dran zu kriegen mit dem Curry. Können wir ruhig ein bisschen was reinmachen. Natürlich dazu dann die Variante edelsüß. Ergänzt sich mit dem Rosenscharf hervorragend. Dann ein kleinen Schuss Muskat. Und weißen Pfeffer. Mache ich immer ein bisschen zu viel dran, weil ich sehr gerne scharf esse. So, wieder vermengen. Und jetzt lassen wir das Wasser einreduzieren, weil je mehr ihr reduziert, jetzt mit dem Gewürzen, also die Gewürze können nicht verbrennen, weil das Wasser drin ist, und je mehr wir reduzieren, desto stärker wird der Geschmack. Jetzt habe ich hier ein schönes Curry, das habe ich extra besorgt, das ist ein Bombay Curry. Das ist wahrscheinlich so ein Madras Curry. Es gibt 100 verschiedene Arten von Curry. Indisch Curry. Golden Elephant Curry. Das sind alles unterschiedliche Currysorten. Kriege ich das nicht auf? Ich mache das so. So. Und dann wirklich gut beherzt. Es soll ja ein Curryhähnchen werden. Also kommt auch gut Curry rein. Reicht so ein ganzer Beutel. So. Wieder vermengen. Das Wasser verkocht jetzt. Das ist schon mal gut. Jetzt seht ihr diese typische Curryfärbung halt. Ne? Das Curry fängt an zu reduzieren. Dadurch wird die Farbe des Currys intensiver.
So, jetzt können wir noch ein ganz kleines bisschen Salz mit reinmachen. Einfach so eine Prise, eine Fingerprise. Und später schmecken wir ja noch ab. Jetzt kommt das Hähnchen oben drauf. Pfanne weg. Jetzt machen wir in die Mitte ein kleines Loch. Und da machen wir jetzt das Joghurt rein, bevor das Wasser ganz verkocht ist. Dann könnt ihr die Pfanne runterdrehen, dass es quasi nur noch köchelt. Vermengen. Und ihr seht jetzt, dass das Curry mit dem Joghurt eine homogene Masse wird. Und dadurch habt ihr halt die Soße, die erwünscht ist, mit dem Wasser. So, das Ganze lasst ihr jetzt noch 2 Minuten, 3 Minuten einköcheln und fertig ist die Pfanne. Ja, es hat jetzt keine 10 Minuten gedauert, ne, mit der Vorbereitung schneiden natürlich, aber das Kochen an sich dauert maximal 10 Minuten. Und dann habt ihr ein perfektes, gesundes, würziges Essen für Diät oder Off-Season. Was sehr kräftig im Geschmack ist mit dem Curry. Nachsalzen kann man immer. Ne, Salz ist nicht ungesund. Zu viel Salz ist ungesund. Aber ihr dürft nicht vergessen, Salz ist das mineralhaltigste, was wir für den Körper brauchen, was das Wasser im Körper bindet, was dafür da ist, dass das Wasser ausgeschieden wird. Ohne Salz können wir nicht überleben. Also jeder, der sagt, salzfreie Diät und sowas, da sollte man immer alles erst hinterfragen, bevor man alles macht. So, das war's, ihr Lieben. Ihr seht, Hähnchencurry. Fertig, einfach, schnell und leicht. Kein Problem. Wenn ihr meine letzten Videos nicht gesehen habt, die werden gleich natürlich oben eingeblendet. Also gerne gucken, Glöckchen drücken, abonnieren. Und wenn ihr mal was anderes sehen wollt, ich weiß ja nicht, ich kann ja nicht für alle sprechen, ob ihr irgendein Dessert haben möchtet, ob mal einen Braten oder sowas, einfach in die Kommentare schreiben und dann kann ich euch das gerne zeigen, wie das funktioniert und wie ihr schnell und einfach euer Lieblingsfitnessgericht machen könnt. Bis zum nächsten Mal. Siehst du, schnell und einfach. Das Hähnchen ist ganz weich. Nicht trocken.